Herzlich willkommen, moin im Emsland. Wir stehen hier vom Bonifatius-Hospital Lingen. Während das Bonifatius-Hospital in Lingen sicherlich ein Schwerpunktversorger ist und mehrere Aufgaben auch im urbanen Raum wahrnimmt, haben wir weitere Krankenhäuser in der Fläche. Eins davon Hümmling-Hospital Sögel, was die ländliche Versorgung in besonderer Art und Weise versucht sicherzustellen. Das, was das Sachverständigengutachten uns empfiehlt, haben wir schon vor vielen Jahren selbst gelöst und hier vor Ort aus der Vernunft der Zusammenarbeit heraus für die Patientenversorgung sichergestellt. Wir haben hier vor 20 Jahren den Bereitschaftsdienst verändert und sind mit einer Praxis direkt ans Krankenhaus gegangen. Der Vorteil ist, dass die Patienten direkt im Krankenhaus versorgt werden. Es ist ein Konzept, was aus den ländlichen Strukturen hier über die Dauer der Zeit sehr gut gewachsen ist. Wir arbeiten, wie gesagt, eng zusammen, besprechen uns immer wieder, wo noch Optimierungsbedarf ist. Eine genauso wichtige Darstellung ist natürlich der ländliche Raum wirklich in der Fläche wie im Hümmling-Hospital Sögel. Hier haben wir deutlich eine dünnere Ärztedecke, sowohl im niedergelassenen Bereich wie im stationären Bereich. Hier ist man noch mehr auf Zusammenarbeit angewiesen. Es ist sehr wichtig, hier auch im ländlichen Bereich eine zentrale Notaufnahme anbieten zu können, weil es hier viele ältere Patienten gibt, die gerne wohnortnah versorgt werden können und wollen. Und mir ist das Krankenhaus schon so wichtig, weil es in unserer Nähe ist. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich da irgendwie nochmal als älterer Herr da im Hubschrauber vielleicht nach Hamburg geflogen werden muss. Und dieses Krankenhaus ist mir so wichtig, auch wegen der Pflege. Für uns ist es auch wichtig, die Fläche abgedeckt zu haben. Wenn wir allein in unserem Landkreis Abstände von 30, 35 Kilometern zwischen zwei Kliniken haben, dann sind wir auf dieses Netz auf jeden Fall angewiesen. Und eine Ausdünnung wäre für uns eine Katastrophe, weil die Wege zu lang wären, um die Patienten dann den Kliniken zuzuliefern. Also wir brauchen beides. Wir brauchen eine Abdeckung der Fläche und wir brauchen in der Fläche unsere leistungsfähigen Kliniken. Gerade auch im ländlichen Raum ist die ältere Bevölkerung von dieser Versorgung durch das Landkrankenhaus abhängig. Und dies betrifft sowohl die Notfallversorgung als auch die Regelversorgung im ambulanten wie im stationären Bereich. Aber wenn wir von Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land reden, dann muss es natürlich klar sein, dass wir die Daseinsvorsorge, insbesondere bei Gesundheitsfragen, überhaupt nicht in Frage stellen. Deswegen muss wirklich die ambulante Notfallversorgung auf dem Lande unbedingt bestehen bleiben.